Im heutigen Marktflüster versuche ich zu erläutern, warum die Rallye vor allem bei den großen US-Tech-Aktien, die dann wiederum die US-Indizes insgesamt mit nach oben ziehen, viel mit ETFs zu tun haben. Daher der Titel ETFs, die Monopolisierung der Aktienmärkte. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schauen wir uns zunächst mal an, was außer Aramco, Saudi Aramco, das wertvollste Unternehmen so treibt, nämlich Apple. Und wenn wir uns den Chart von Apple anschauen, das ist hier der gelbe Chart, und das vergleichen mit der gesamten Marktkapitalisierung des australischen Aktienmarkts, also alle Aktien, die in Australien gehandelt werden, dann sehen wir, dass Apple genauso viel wert ist wie alle australischen Unternehmen zusammen. Und das ist insofern erstaunlich, als Australien ja zum Beispiel ein Schwergewicht hat wie BHP Billiton, ein Riesenkonzern, gleichwohl alles andere, was da keucht und fleucht, kommt obendrauf und ist jetzt genauso viel wert wie Apple. Und das, obwohl Apple ja bekanntlich weder Umsatz noch Gewinn maßgeblich gesteigert hat in den letzten Jahren. Schauen wir uns mal den Umsatz von Apple an. Apple hat im Jahr 2019, im Fiskaljahr 2019, 260 Milliarden Dollar umgesetzt. Und hier haben wir mal die Umsätze der DAX-Konzerne und anderer deutscher Unternehmen, allerdings in Euro, nicht in Dollar. Da sehen wir, dass Volkswagen im Prinzip so auf Augenhöhe mit Apple ist, mit 235 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2018 allerdings. Dann kommt Daimler 167, Allianz 130, BMW 97, Deutsche Telekom 75 Milliarden, BASF 62 Milliarden etc. Das heißt, wir kommen in der Summe auf ein Vielfaches, was Apple auf die Waage bringt. Aber Apple und Microsoft zusammen sind deutlich mehr wert als der gesamte deutsche Aktienmarkt. Also nicht nur der DAX, sondern TecDAX, SDAX, MDAX, alle Unternehmen, die eben in Deutschland an der Börse gelistet sind. Und die Frage ist, wie kann das eigentlich sein? Und einer der zentralen Motive nach meiner Auffassung ist eben das passive Investieren. 50% aller des gesamten Handelsvolumens in den USA passiert ja schon durch ETFs, und es gibt vor allem eine Methode, eine Struktur, nämlich dass immer mehr Indizes geschaffen werden, nämlich damit man dann ETFs auf diese Indizes emittieren kann. Es gibt inzwischen mehr Indizes als Aktien insgesamt. Da wird dann zum Beispiel ein US-Tech-ETF, ein Dynamic-Tech-ETF und so weiter. Man kann die Reihe beliebig fortsetzen, und jetzt ist das Problem, dass zum Beispiel auch die großen Welt-ETFs wie der MSCI World eben eine wahnsinnig starke Gewichtung vor allem der großen US-Tech-Werte haben, wie Apple, Microsoft, Google, wie sie alle heißen. Insgesamt bei diesem MSCI World ETF, der ja eigentlich die gesamte Welt abbilden soll, da haben wir 63% amerikanische Unternehmen in diesem ETF. Die acht schwergewichtetsten sind allesamt amerikanische, allen voran Apple. Und wenn wir uns mal folgende Grafik anschauen, meine Damen und Herren, hier sehen wir zum Beispiel diese Apple, die handelt jetzt 40% über ihrem 200-Tages-Durchschnitt, deutlich auch über dem 38er und dem 100-Tages-Durchschnitt. Das sind absolute Extremwerte, die wir da sehen, und je teurer die Apple-Aktie wird, je mehr sie an Marktkapitalisierung gewinnt, umso mehr müssen die ETFs eben dann eine Apple oder eine Google, je nachdem, stärker gewichten, und dadurch wird jeder, der ein ETF kauft, automatisch dann, wenn es der MSCI World ist, wenn es irgendwelche US-ETFs sind, eben auch eine Apple kaufen, eine Microsoft kaufen. Dadurch steigen die Kurse noch weiter, und weil die Kurse steigen, kommen dann Analysten, so wie heute Morgan Stanley, die dann ihre Kursziele erhöhen. Morgan Stanley heute von 296 auf 368 Dollar. Normalerweise steigen die Kurse dann noch weiter, wenn eine Aktie nach oben gestuft wird, wenn das Kursziel nach oben gestuft wird. Und so ist das Ganze ein Schneeballsystem, das sich immer weiter aufspult. Und wir sehen dann eben, dass hier die Situation so ist, dass jetzt die fünf größten Aktien, nämlich Apple, Microsoft, Google, Amazon und Facebook, also die großen Tech-Schwergewichte, Google hat ja gestern auch es geschafft, in den Club der 1 Billion Dollar Marktkapitalisierung hineinzurutschen, dass wir jetzt einen so großen Anteil von 5 Aktien im S&P 500 alleine haben wie noch nie. Wir haben jetzt 19%. Das sind einfach Extreme, die wir hier sehen. Es geht steil nach oben, eben weil sozusagen nicht nur die Geschäftsmodelle sich als sehr gut erwiesen haben, dieser 5 großen Konzerne. Klar, anders würde das ja auch nicht gehen, aber es ist eben auch so, dass die Struktur des Marktes, die
Neigung, immer mehr Indizes zu produzieren, auf die man dann ETFs auflegen kann. Und ETFs sind ja etwas, was die Leute irgendwie lieben, weil man sich sagt, ja, da kann ich streuen, da bin ich nicht, gehe ich nicht das Risiko wie bei einer Einzelaktie. Aber diese Streuung ist mehr oder weniger Illusion, weil eben diese Schwergewichte in diesen Indizes und damit in den ETFs eben eine so starke Gewichtung haben. Viele sagen, dass praktisch hier eine Liquidität vorgegaukelt wird, die eben faktisch nicht der Fall ist. Klar müssen diese ETFs, wenn sie nicht synthetisch sind, eben 1:1 normalerweise diese Indizes nachbilden, aber es ist eben so, dass diejenigen, die diese ETFs auflegen, eben nicht das gesamte Kapital einsetzen müssen, um die Aktien zu kaufen, jeweils dann für die ETFs, sondern eben nur die Hälfte, sodass da schon mal ein Hebeleffekt nochmal dazukommt. Das vielleicht mal als kleiner Exkurs, denn es erklärt, warum diese großen Tech-Werte im Prinzip den Aktienmarkt jetzt so stark monopolisieren. Wir haben jetzt massive Inflows, Zuflüsse gesehen zuletzt, etwa in ein US-ETF von BlackRock. Da gab es die größten Zuflüsse am Mittwoch mit 1,15 Milliarden Dollar alleine am Mittwoch, seit es dieses MSCI USA ETF gibt. Und wer wird natürlich da am stärksten gewichtet? Apple, Sie haben es erraten, und Microsoft und Google und Amazon und Facebook und so weiter. Und so geht die ganze Geschichte immer weiter. Und es werden neue ETFs geschaffen, in der dann wieder Apple, Microsoft, Google zentral und extrem schwer gewichtet sind. Und so verstärkt sich dieser ganze Ballon. Schauen wir uns noch ein paar andere Dinge an, die vielleicht interessant sind. Wir hatten heute Zahlen, die Hausbeginne aus den USA so stark wie seit 2006 nicht mehr. Um hier die Kurve zu Apple wieder zu kriegen, sagt Forex Live, ja, dieser Chart, der Hausstart, der US-Baubeginn, es sieht so aus wie ein Apple-Chart. Allerdings waren die anderen Daten jetzt nicht so gut. Wir hatten die JOLTS, das sind die Joberöffnungen, die waren erstaunlich schlecht. Das wollte ich nicht zeigen, nämlich hier sehen wir das. Größter Rückgang seit Juni 2008. Also da sehen wir, dass da plötzlich am Arbeitsmarkt möglicherweise doch ein Problemchen erscheint. Wir hatten eine schwache Industrieproduktion aus den USA. Das war also heute jetzt nicht so die ganz tollen Daten. Wir haben allerdings auch gesehen, dass viele US-Industrieunternehmen, die heute ihre Zahlen gebracht haben, so eher aus der zweiten Reihe, doch zeigen, dass der Boden scheinbar noch nicht erreicht ist. Die Zahlen waren deutlich schlechter als erwartet. Also der ganze Industriesektor, der ja letztendlich von den Märkten so bepreist wird, als wären wir 2020 vor einer extremen Konjunkturkurve nach oben. Das hat sich bisher noch nicht so bewahrheitet. Und jetzt wird auch für Apple, für Microsoft, für Netflix, die am Dienstag berichten werden, in der nächsten Woche kommen dann immer mehr Unternehmen jetzt ins Spiel in der US-Berichtssaison. Nachdem wir in dieser Woche ja die Banken hatten, die überwiegend gut berichtet haben, wird das ab der nächsten Woche dann etwas spannender, etwas aussagekräftiger auch. Die Banken werden ja im Grunde durch die Fed gestopft. Apropos Fed, das hatte ich hier vorhin schon gezeigt. Hier sehen wir den Balance Sheet. Der Fed ist maßgeblich gestiegen. Ich hatte, weil es einfach so ein sprechendes Beispiel ja gesagt, dass die Fed alleine gestern in den Repo-Markt so viel Geld reingepumpt hat, nämlich über 70 Milliarden Dollar, wie China an Landwirt oder an US-Gütern im Jahr 2020 kaufen soll, muss nach dem Phase 1-Deal. Also hier sehen wir, dass jetzt auch die Märkte, wie Bloomberg in einem Artikel sagt, sagen, das ist faktisch QE, auch wenn es sozusagen nicht die formale Definition von Quantitative Easing erfüllt, ist das QE. Es hat den Effekt des QE, wenn man die Bilanz ausweitet, und Robert Kaplan ist derjenige bei der Fed, der genau hier diesen Effekt benennt und sagt, Jungs, wir haben hier das Problem, dass wir neue Exzesse schaffen an den Märkten, wenn wir hier die Bilanz weiter ausweiten. Das übrigens ist die Apple-Aktie, meine Damen und Herren, 316,73 aktuell, Ende 2018, da standen wir so bei 145 Dollar, das heißt, die Aktie hat sich mehr als verdoppelt, im selben Zeitraum hat sich aber der Gewinn nicht verdoppelt und auch der Umsatz nicht verdoppelt, im Gegenteil, da stagniert man eher. Ich hatte vorhin gezeigt, dass die deutschen Werte hier eigentlich deutlich mehr Umsätze machen, dass Volkswagen etwa auf Augenhöhe ist mit Apple, was den Umsatz betrifft, aber deutlich niedriger bewertet ist. Wir sehen hier den DAX, um zu den Charts jetzt zu kommen, die Charts von Capital.com, meine Damen und Herren, 13.523, wenig Bewegung heute. Man hat stark eröffnet nach positiven Vorgaben, aber kommt jetzt nicht wirklich weiter. Schauen wir uns den S&P an, der heute fast die
3030er-Marke schon im Visier hatte, nicht ganz gepackt. Wir sehen den Tech-Index, der stark gestartet ist zunächst mal, jetzt aber so ein bisschen zurückkommt, nämlich Nasdaq 100, da wo die Apple etwa eine Gewichtung ebenfalls von 10% alleine hat. Wir haben einen Euro-Dollar, der deutlich unter Druck gekommen ist, 1,1091, da ging es doch nach unten. Wir haben also heute Dollarstärke, wir haben Gold, das sich davon aber nicht beeindrucken lässt bei knapp 1559, und wir haben das amerikanische Crude Oil, das nicht wirklich sich nachhaltig erholt bei 58,49 Dollar. Also das soll es mal gewesen sein für diese Woche. In der nächsten Woche wird es spannend, da muss die Rallye, die Hosse, unterfüttert werden mit Zahlen, und das könnte vielleicht ein kleines Problemchen werden. Wir werden sehen. Ich wünsche euch das allerbeste, schönes Wochenende und freue mich auf Sie am Montag. Servus und...